Jetzt fällt wohl die Slalomentscheidung. Marc Girardelli, 45 Hundertstel hat er Vorsprung aus dem ersten Lauf. Dänemark hat er eine Laufzeit von 48,33. Mit 48,78. Also 48,78 kann er fahren. Ja, auch aufpassen hier. Noch einmal. Gut im ersten Lauf kommt jetzt eine extreme Schwierigkeit. Aber er ist trotzdem vorne. Unwahrscheinlich, wie Marc Girardelli fährt. Zwei, drei kleine Fehler und dennoch Bestzeit. Ja, das ist im Moment sicher der Superläufer im Slalom und wohl auch im Riesenurlaub. Der Österreicher Girardelli für Luxemburg unterwegs und viel fehlt nicht mehr zum vierten Saisonsieg und da ist er bereits mit einer Pop. 47. 1,36,23. Eine Sekunde nimmt das Dänemark auf und